Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Seid ihr auch gut ins Jahr 2018 reingekommen? Ich schon. Und für 2018 habe ich mir ein neues Ziel gesetzt. Ich möchte ein Lernvideo erstellen zum Thema CyberLink Power Director. Da geht es um die Videobearbeitung. Ich nutze die Version 15. Warum 15 und nicht 16? Weil in der 16er Version einfach nicht so viele neue Features dazugekommen sind, dass sich für mich der Umstieg lohnt. Und momentan bekommt man die Ultimate-Version für ca. 90 Euro und da ist eine ganze Menge drin. Und hier kann man auch echt gute Videos mit gestalten. Und ich finde, der ganze Workflow, der passt einfach. Wer natürlich die 360-Grad-Bearbeitung bevorzugt, der findet in der Version 16 schon viele Features, die neu dazugekommen sind. Letztendlich lohnt sich da gegebenenfalls schon der Umstieg. Ich möchte die Lernvideos in verschiedene Folgen aufteilen, so dass man von Anfang an Schritt für Schritt sich das Videowissen aneignen kann. Die Folgen werden so circa 10 bis 20 Minuten lang, je nach Thema. Ich versuche es sehr einfach zu machen und ihr könnt dann mit der Maus mich verfolgen, wie ich auf dem Bildschirm gewisse Themen anklicke. Ich werde sie erklären und auf jeden Fall werde ich alles relativ langsam machen, so dass auch jeder gut mitkommen kann. Was mir wichtig ist, ich brauche natürlich euer Feedback. Welche Themen wünscht ihr euch? Ja, ich versuche diese dann natürlich auch umzusetzen. Klar, ich hoffe, dass ich das auch kann. Ich bin natürlich auch kein ausgebildeter Power Director Spezialist, sondern habe mir auch alles selbst beigebracht. Ich glaube aber, dass ich über ein sehr gutes und fundiertes Wissen verfüge, um einen guten Video-Workflow euch zu zeigen. Es geht mir gar nicht darum, sozusagen hinter der dritten Kommastelle alles genau zu wissen, sondern wichtig ist, dass der Schnitt, Effekte, Übergänge und was alles für ein gutes Video wichtig sind, dass man das sehr effektiv und zeitsparend erstellen kann. Weil nichts ist schlimmer, als wenn ich stundenlang vor dem Rechner sitze und ich komme einfach nicht vorwärts. Ich rechne immer so pro eine Minute fertigen Film ungefähr eine Stunde Schnittzeit am Rechner. Fertiger Film heißt für mich, dass der Ton optimal, dass sind die Übergänge optimal, Musik ist hinterlegt und der Film ist dann irgendwann auch zum Schluss gerendert. Und hier ist eine große Stärke von dem Programm, das Rendern. Also das läuft wirklich gut und das Programm läuft sehr stabil. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache, ich bekomme von der Firma CyberLink weder Sponsoring noch sonst irgendwelche Zuwendungen, damit ich das hier mache, sondern ich habe einfach Bock darauf. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock da drauf. So, dann würde ich sagen, es geht einfach los und ich starte mit dem ersten Tutorial. Viel Spaß damit! Beim Doppelklick auf das Programmsymbol startet es beim ersten Mal entweder in einem einfachen oder erweiterten Editor. Ich empfehle immer den erweiterten Editor, weil er hier alle Funktionalitäten angezeigt bekommt, die das Programm bietet. Und das ist eine ganze Menge. In diesem Teil möchte ich euch die Voreinstellungen zeigen, die wichtig sind, damit der Videoschnitt gut funktioniert. Den Videoschnitt findet ihr hier auf diesem Zahnrad. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Und hier habt ihr die ganzen Registerkarten, wo ihr Voreinstellungen erledigen könnt. Die Registerkarte allgemein. Hier wählt ihr aus die Korrekturstufen. Ich habe es auf 50 belassen. Das heißt, ihr könnt 50 Mal auf Zurückklicken, um gewisse Bearbeitungen, die ihr vorgenommen habt, wieder rückgängig zu machen. Audiokanäle. Ich nehme in der Regel Stereo auf. Somit habe ich hier Stereo ausgewählt. Wenn ihr 5 zu 1 Surround Sound habt, dann wählt natürlich das aus. Die Zeitachsenbildrate, ganz wichtig. Hier ist es nämlich wichtig, welches Ausgangsmaterial habt ihr und wie habt ihr es aufgenommen. Ich nehme in der Regel im NTSC-Format auf, obwohl natürlich in Europa das PAL-System verbreitet ist. Aber in der heutigen Zeit macht es keinen Unterschied mehr, ob PAL oder NTSC. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Wie ihr hier aber seht, habe ich hier einfach bei NTSC eine höhere Anzahl von Frames. Und wenn ihr eure Videokamera auf NTSC stellt, dann habt ihr entweder 30 oder 60 Frames.
auf PAL 25 oder 50. Das heißt, je mehr Frames, desto mehr Effekte könnt ihr auch, insbesondere Zeitlupeneffekte, damit erstellen. Das Material, um was es jetzt hier geht, habe ich mit 30 Frames aufgenommen. Wenn ihr NTSC ausgewählt habt, dann müsst ihr hier Ja auswählen. Das Audio lasse ich mir in Wellenform auf der Zeitachse anzeigen, dann habe ich es leichter bei der Bearbeitung. Das Thema Schattendatei ganz wichtig. Wenn ihr mit einem System arbeitet, was nicht so performant ist, zum Beispiel einem Laptop, dann lasst dieses Häkchen auf alle Fälle hier gesetzt, damit das System automatisch im Hintergrund eine Schattendatei erstellt. Das ist nichts anderes wie vom Ausgangsmaterial eine veränderte Version, die deutlich weniger das System belastet. Also eine temporäre Datei, die da erstellt wird, und ich habe hier eingestellt, dass die immer alle 30 Tage gelöscht wird. Man kann es natürlich auch manuell löschen. Hier seht ihr schon anhand der ganzen Projekte, die ich hier drin habe, dass ich fast 9 GB Schattendatei erstellt habe. Irgendwann muss ich es natürlich löschen, weil ansonsten ist mein Speicherplatz voll. Ich lasse automatisch nach Software-Updates suchen und bei der Sprache habe ich Deutsch ausgewählt. Aufzeichnen. Das ist ein Thema, was früher bestimmt viel wichtiger war. Ich habe diese Funktion noch nie verwendet, weil ich meine Videos von der SD-Karte in der Regel im PC direkt einlese und sie dann über einen anderen Weg importiere. Deswegen habe ich hier nichts weiter verändert. Bestätigung. Hier habe ich alles ausgewählt, weil der PowerDirector gibt mir dann in gewissen Situationen Warnhinweise oder auch Hilfestellungen, die ich nach meinem jetzigen Kenntnisstand, und ich bearbeite das Programm seit circa einem halben Jahr, alle als sehr nützlich sehe. Und es passiert nicht so, dass ich ständig irgendwas mit OK bestätigen muss, was mich dann nervt, sondern ganz im Gegenteil, das ist sehr zielgerichtet eingesetzt. Die Director Zone, ja, ich habe das Programm registriert. Hier melde ich mich automatisch an mit meinen Zugangsdaten und habe dann die Möglichkeit, mir kostenlose Vorlagen anzuschauen oder andere Tutorials und so weiter und so weiter. Muss man aber nicht. Bearbeitung. Auf der Zeitachse gibt es die Möglichkeit, dass ich zwei Videoclips ineinander schiebe. Dann erfolgt eine Überlappung. Das ist ein sehr smoother Effekt, um zwei Videos miteinander zu verschmelzen. Ich könnte hier aber auch den Übergangseffekt Kreuzung auswählen. Wenn der Cyberlink PowerDirector gestartet ist, dann startet er automatisch mit der Zeitachse und nicht mit dem Storyboard, weil auch nur auf der Zeitachse kann ich den Videoschnitt auch durchziehen. Hier kann ich noch auswählen, wie zwischen zwei Fotos der Übergangseffekt ist, wenn ich die übereinander schiebe. Da ist Überblenden. Ich könnte zufällig oder eigene Favoriten auswählen, aber mit Überblenden ist man eigentlich immer erstmal auf der richtigen Seite. Das habe ich bewusst nicht ausgewählt, weil das mache ich so, wie ich es für richtig halte und nicht, dass automatisch ein Effekt oder ein Titel hinzugefügt wird, wenn ein Standbild verwendet wird. Ein Standbild ist nichts anderes wie, ich füge ein Bild ein, was ich aus der Zeitachse kopiert habe. Die Miniaturansichten sind sehr hilfreich, das passt. Auch hier während der Wiedergabe automatisch zum Filmmodus wechseln. Ganz wichtig, dass man das aktiviert hat, weil ansonsten habe ich nämlich zwischen Quelldatei und Ausgabematerial müsste ich immer manuell hin und her schalten und das kann das Programm sehr gut für mich übernehmen. Dieser Haken, ganz wichtig, dass man den setzt, aktivieren Sie an Clips in Zeitachse verankern. Das bedeutet, hier ist so eine Art Magnetfunktion. Ich schiebe den einen Clip zum anderen und automatisch wird er angezogen und wird an der richtigen Stelle angedockt. Wenn ich das manuell alles mache, kann es sein, dass ein kleiner Abstand entsteht und somit hätte ich dann beim Abspielen einen schwarzen Bildschirm. Ansonsten stelle ich hier noch die Dauer ein, wie lange zum Beispiel ein Titel angezeigt wird, 10 Sekunden. Oder wie lange wird ein Bild angezeigt und so weiter. Das kann ich natürlich auch noch während dem Schnitt alles machen. Datei. Hier sehe ich letztendlich meine ganzen Speicherorte, die ich manuell auswählen kann, wo zum Beispiel mein Importordner ist, wohin wird es exportiert, wie heißen die Dateinamen dann und so weiter und so weiter. Das kann ich natürlich jederzeit anpassen, kann ich aber auch natürlich dann anpassen, wenn ich es tatsächlich exportiere zum Beispiel. Anzeige.
Die Vorschauqualität ist bei mir auf Full HD eingestellt, läuft flüssig. Nicht zu vergessen, ich habe hier Schattendateien erstellt. Deswegen wird das auch, ist das hier sehr gut möglich, wenn man zum Beispiel auch 4K-Videodateien als Ausgangsmaterial hat. Wer Probleme hat, weil er vielleicht ein nicht so performantes System hat, der kann das natürlich hier runterstellen, kann man aber auch letztendlich direkt dann am Vorschau-Monitor einstellen. Echtzeitvorschau, hier sehe ich, was ist passiert, welchen Effekt wirkt wie, welcher Schnitt passt der oder habe ich mich vielleicht um ein, zwei Frames vertan, dass ich hier das in der Echtzeitvorschau angezeigt bekomme. Wenn ich das auswähle, dann würde mir auch der Ton sogar fehlen. An Bezugslinien ausrichten, das ist für mich vollkommen okay, weil die Videogröße passt eigentlich. Ich kann natürlich, wenn ich sage, ich will das nur in einem Fernseher ausgeben, kreuze ich das an und dann wird mir der TV-sichere Bereich angezeigt, damit da gegebenenfalls rechts, links, oben, unten nichts fehlt. Ja, wer es haben möchte, Rasterlinien zur besseren Orientierung, kann das hier sich auswählen. Ich brauche es nicht. Wer noch einen zweiten Monitor hat, kann die Videovorschau am ersten und zweiten Bildschirm noch steuern. Gerade beim Laptop brauche ich das nicht. Da ich kein 3D-Videomaterial habe, ist für mich natürlich nur die Standard-2D-Vorschau wichtig. Hardwarebeschleunigung. Ich habe eine Nvidia-Grafikkarte drinne. Im Laptop eine GT 740, die unterstützt diese OpenCL-Technologie, deswegen habe ich es angeklickt. Hardware-Dekodierung weiß ich ehrlich gesagt nicht, was da passiert. Ob es sinnvoll ist, hier einen Haken zu machen, ja oder nein, ich habe noch nie einen Unterschied festgestellt. Wenn ihr es besser wisst und ihr mir Tipps geben könnt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Projekt. Wenn ihr das Videoprogramm gestartet habt, dann könnt ihr hier einstellen, wie viele Projekte euch insgesamt angezeigt werden. Das ist dann unter Datei. Das empfehle ich nicht. Letztes Projekt automatisch laden, weil wenn das ein sehr großes Projekt ist, kann es schon mal dauern, dass ihr 1 Minute Ladezeit habt und dann könnt ihr nichts weiter machen. Und wenn ihr zum Beispiel mit einem neuen Projekt starten wollt, dann müsst ihr halt diese Zeit abwarten, bis das letzte Projekt wirklich sich hier gestartet hat, um es dann wieder zu löschen. Auch diese Beispielclips lasse ich mir nicht laden, weil ich arbeite natürlich mit eigenen Videodateien oder Fotodateien. Ganz wichtig, das Projekt soll automatisch alle 10 Minuten gespeichert werden. Hier kann ich natürlich auch andere Zeiträume einstellen. Und das ist der Speicherort, an dem ich es momentan zwischenspeichern lasse. Produzieren. Das heißt, ihr habt den Videoschnitt fertig und jetzt geht es tatsächlich darum, das Video zu produzieren. Ich habe hier nichts verändert, habe es so gelassen, wie es eingestellt ist, weil zum Thema Produzieren komme ich später nochmal. Ich nehme am Verbesserungsprogramm teil, das ist aber Geschmackssache. Wenn ihr nicht dran teilnehmt, merkt ihr keinen Unterschied. Und es gibt noch eine Cyberlink-Cloud, wo ihr gewisse Effekte und sowas hochladen könnt oder zwischenspeichern könnt. Auch das mache ich nicht, habe es letztendlich so gelassen, wie das Programm es voreingestellt hat. So. Das waren alle Voreinstellungen, die aus meiner Sicht richtig und wichtig sind. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bringt was für eure zukünftigen Videoprojekte. Gebt mir doch einen Daumen hoch oder schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Tutorial gehalten habt. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen und wir sehen uns beim Teil Nummer 2. Bis dann, tschüss.